So, im heutigen Video kennt ihr die Ankunft von Bacardi Seng. Der steckt gerade da hinten, der Chili ist gerade lieber da groß fressen, weil wir ihn gerade ein bisschen groß reingehauen. Gell? Ja. Chili war rein theoretisch schon dick genug, aber egal. Ja, wieder zum Thema zurück. Eben der erste Tag von Bacardi, wie er angekommen ist. Die ersten Schlägereien, jetzt kommt er. Und eben das Zusammengewinner von den drei haben wir in dem Video für eng. Ich hoffe, euch gefällt eng und es könnt uns gerne Kommentare drunter schreiben oder Likes da lassen. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ja, wie man da schon fest sehen kann, war es ein schöner Tag und da ist er schon angekommen. Die Züchterin ist auf gleich mal mit einem Zuwi zu den anderen Pferden gegangen, mal einfach schauen lassen. Die waren eh ziemlich, ja, wie man es da sehen kann, aufmerksam, was ja der Chili normal auch nicht ist. Das war voll cool. Genau, da ist eben kurz nur da draußen gestanden. Bisschen schauen lassen zu den anderen. Der Chili ist sehr aufmerksam. Da bin ich nie hingegangen, einmal halten. Dann habe ich ihn da auch schon einführen dürfen, das war sehr cool. Aber was ganz anderes als wie beim Chili. Ja, dann haben wir da auch gleich mal, wenn ich schauen lassen. Ja, da haben wir zum Beispiel auch mal ein bisschen am Reitplatz, da das tun wir normal nicht, weil der Reitplatz da eben schier wird und auch für die Pferde das nicht gesund ist wegen einem Staub, weil da können sie den Staubkuli kriegen. Aber da war es eben jetzt die Ausnahme, einfach dass das einmal ein wenig verteilt sind zum Fressen. Ja, da haben wir es dann eh ziemlich gleich mal zusammen lassen. Weil die Züchterin auch gemeint hat, dass das ziemlich gut zusammenpassen wird. Ja, das war dann mehr der Futterneid da. Ja, da hat er eben gleich mal ein paar kassiert. Der Chili lässt sich da nicht gern von irgendeinem Fremden sein Essen weggeessen. Ja, da ist ein Chipsy auch mal geflüchtet. Die war aber von Anfang an ziemlich angetan von ihm. Bei, ja, da war es russig. Das erste Mal, seit sie bei uns war, haben wir da gesehen, dass sie russig ist. Ja, das war mal sehr witzig. Ja, der Bacardi hat der Gypsy nur mehr ein bisschen misstrauischer begutachtet, weil Pferde, die was zum Beispiel jetzt keine Ponys kennen, die meinen dann, dass das einfach große Hunde sind und so. Ja. Genau, da hat er sich jetzt einfach mal ein bisschen umgeschaut. Der Chili hat währenddessen einmal einfach alles zusammengemampft. Ja, Chipsy hat auch da hier und da mal ein bisschen ausgeschlagen und einmal dumm gequietscht. Aber so haben sie jetzt nicht recht viel gemeint. Und mal dumm gelaufen sind eigentlich auch nie. Immer es ist eh mal ein kleiner Clip drinnen, wo der Chili kurz trabt und das war es dann auch schon wieder, also mehr war da gar nicht. Ja, wie man es da schon recht gut sehen kann, Chipsy hat ihn wirklich voll verfolgt. Und ein bisschen später, also wirklich so am Nachmittag sowas, sind wir dann draufgekommen, dass sie eben rossig ist und wegen dem so anhängig war. Da haben sie dann miteinander schon ein bisschen gefressen, Chipsy hinten allein. Und in den grünen, das was da am Zaun hängt, im grünen Behälter, war eben Wasser drinnen. Einfach so, weil eben einlassen wollte man es nicht miteinander, weil es ein bisschen zu gefährlich ist. Es war doch ein heißer Tag. Und darum haben wir ja da eben ein Wasser ausgehängt. Das hat er ja auch alles nicht kennt, so behältermäßig und so. Das war dann auch mal witzig, weil er sich nicht auskennt hat, was das jetzt ist und was wir vor ihm wollen, weil wir sie am unter die Nase gehalten haben. Ja, Chipsy war da eben wirklich wie ein Hund. Und die sind dann nachgerannt die ganze Zeit. Das war echt der Gaudi.
in Chile hat es eigentlich nicht recht gejuckt. Der ist halt hier und da ein bisschen nachgegangen, hat auch mal so geschaut, hey, ja, was bist du, wer bist du, was tust du da? Und das war es dann auch schon wieder. Ja, so quietscht hat eigentlich die ganze Zeit dahin. Ja, da haben wir beide voll verfolgt. Da haben sie dann eben wieder zusammengeschnüffelt. Geh ein wenig schneller. Ja, da habe ich dann wieder neues Wasser gebracht. Und es war halt ziemlich schwer zum Tragen, weil so viel rausgekommen ist. Es hat auch viel langsam gehen müssen. Ja, der Chili hat eher einen gescheiten Durst gehabt. Aber Bojana ist halt dann auch das Problem, dass dann zum Brütscheln anfangen und alles ausladen einfach. Und das ist halt dann auch wieder sinnlos, dass der dann was Neues gibt. Aber du musst ja frei was rein tun, damit sie halt was zum Trinken haben, wenn sie wirklich einen Durst haben, nicht nur brütscheln wollen. Ja. Da jetzt im Zeitraffer sieht man eben, wie der Bacardi als erstes nicht trinken wollte, weil er sich nicht auskennt hat, was das ist. Aber der Durst hat dann schlussendlich gesiegt. Ja, genau, das ist jetzt der Clip, von dem ich vorgesprochen habe. Mehr ist nicht gelaufen worden da. Jetzt merkt man dann schon langsam schon, wo der Chips ist, so wenn man es weiß und genauer hinschaut. Ja, dass sie eben rostig ist. Der Chili, ja, wie vorher schon gesagt, leert es lieber aus. Und das war ja so schön, da hat er sich dann gleich mal gewürzelt. Und da haben wir dann auch gewusst, so, ja, er fühlt sich wohl. Und das war halt voll klasse, weil da haben wir uns alle voll gefreut. Weil, ja, natürlich, wenn das Pferd kommt, ist das nicht gleich selbstverständlich, dass gleich beim ersten Tag, wo die ersten paar Stunden, wo er da ist, dass er sich da eben würzelt und gleich abschnaubt und so, das ist echt nicht selbstverständlich und da haben wir uns eben voll gefreut. Chipsy hat sich auf der Kleine gekaut und sie mal so richtig genüsslich gewürzelt, was auch klar ist bei ihrem dicken Winterfell, was er noch gehabt hat. Oben im rechten Eck sieht man die Aufnahme, die was ich jetzt aufgenommen habe. Mama war ein bisschen näher dran, darum haben wir das jetzt einfach so eingefügt. Genau, Chipsy war sehr zufrieden. Ja, und dann hat es den Chili schon wieder nicht mehr gejuckt. Dann ist er auch schon wieder gegangen. Ja, da merkt man es jetzt schon, wenn man es genau hinschaut und genau das weiß, dass es eben rossig ist. Merkt man recht. Ja, da waren wirklich alle da, Oma, Opa, alle halt. Ja, da bin ich dann, wie sie die Lage dann noch so einer Stunde mal, so dass sie sich zusammengemacht haben, bin ich dann mal hingegangen, wie allein war, also nicht, dass ich unter das Kraut käme oder so, wenn jetzt irgendwie wenn ich zum Schlägern anfangen da hatten. Genau. Da haben sie dann auch wieder miteinander gefressen. Und wie vorher schon mal erwähnt, normal tun wir es eben nicht am Sand, vor allem wenn er trocken ist, ist es überhaupt nicht gut. Ja, da wollte ich dann einmal einfangen, ist am Anfang schwer gegangen und auch das Ausholen wieder, weil er schon eher schreckhaft war und es jetzt nicht auskennt hat. Genau, da sieht man es eh, jetzt geht er da, vorher ist er nämlich da ein Stäblim. Das ist aber nicht gefilmt worden. Genau, da bin ich dann einfach mal in den Stall da, allein, dass er sich wirklich umschauen kann und nicht gestresst am Anfang schon ist, das war nämlich auch nichts. Genau, da hat er sich dann eh schon umgeschaut. Da haben wir das Hai mal ein bisschen gezeigt. Weil die Hairaufen kennt er ja auch nicht. Das ist alles ganz neu für ihn. Die anderen zwei haben wir dabei am Reitplatz eben draußen lassen.
Ja, und unser Verdacht hat sich dann ein bisschen später verstärkt und bestätigt, dass er eben die, wie heißt das, Planen oder ja, die, wo man es halt, das sind steuereinige Kinder, das was da oben hängt, das hat auch nicht gekannt, da ist auch nicht reingegangen. Da habe ich es eben versucht, da sind da mal ein bisschen eingelockt und wir haben das ein bisschen gezeigt. Weit bin ich gekommen, weil er da wirklich gefürchtet hat davor. Ja, wie man es da sehen kann, das hat er gar nicht mehr. Ja, da haben wir es nochmal versucht. Und das Häuftanding habe ich probiert. Das ist am Anfang auch nicht gut gegangen, weil er einfach voll ängstlich war. Da haben wir dann auch alles einmal genau gezeigt und haben ein bisschen an mich gewöhnen lassen. Genau, da hat er dann schon ganz lieb weggeschaut, mit den Ohren vorne voll schön fierig gespitzt. Da haben wir dann das neue Häufchen einmal anprobiert und haben dann gleich mal ein bisschen um und um geführt, einfach zum Herzen vom Häufchen. Ja, da haben wir dann eigentlich hier Nachmittag, wo wir Mittagessen gegangen sind. Ich wollte dann eigentlich nur Wasser hier da. Ist aber nicht was geworden. Weil, ja, wie man es schon gesehen hat, der Chili pritschelt sehr gern. Aber in See, wenn man mit ihm da umgetreten ist, ist er nicht gern reingegangen. Aber so, das Auslaufen, so, das liebt er natürlich voll. Ja, vorher hat man schon einmal mehr Schadenfreude gehört, dass ich sie wurzeln wollte. Das hat er zum Glück dann nicht da. Da hat er dann nochmal ein bisschen drunter, aber dann ist er gleich wieder zum Pritscheln umgekommen. Also an dem Tag war es ein bisschen Wasserverschwendung, aber wir haben sie auch von der Regentonne genommen. Also war es jetzt nicht so schlimm. Genau, wie es da schon schön steht, das war eben dann am Nachmittag, da hat Mama wieder gefilmt. Da sind sie dann so dritt, brav unterm Schatten gestanden und haben sie da miteinander ein bisschen so die Ruhe gegönnt. Ja, mich hört man schon wieder von Weitem. Da haben wir ein bisschen Hai verteilt. Im Schatten halt, in der Sonne war es ein bisschen blöd, weil wir wollten es jetzt wirklich noch nicht reinlassen. Und wir haben es gekriegt, dass wir im Baum im Schatten da haben. Und so haben sie auch was zum Trinken, also war das jetzt nicht so tragisch. In der freien Wildbahn haben sie das ja auch nicht dabei, eben trinken und so. Bei uns haben sie das ja alles gehabt, also war das kein Problem. Ja, da haben sie dann auch herbei brav gefressen, die Dornbrav miteinander gefressen. Und wir wollten es da eben gescheit verteilen, einfach dass sie es hier aus dem Weg erkennen. Wegen Anfangs Schlägereien und so. Ja, der Papa war von Anfang an voll begeistert von ihm und hat ihm da gleich mal ein bisschen gekrault. Das hat er eh wirklich voll genossen. Vor allem, man muss bedenken, dass der Papa eigentlich gar nicht will, dass wir uns den Chili kaufen. Und jetzt geht er alle auf, einfach nur zum Streicheln. Auch wenn das Wetter voll schier ist, er geht einfach auf, wie Pferde streicheln. Und das ist halt voll süß. Ja, da haben sie Chips ja wieder mal ein bisschen am Nerven. Wie man es da recht gut sehen kann, die Fliegen waren da schon sehr lästig. Da hat es dann wieder Drama gegeben, weil alle zwei drinnen waren und der Bacardi eben nicht durch die Dingsel gekommen hat und sie nicht auskennt hat, wo die jetzt waren. Recht witzig. Aber er hat ein sehr schönes Wiehern, muss man hinzufügen. Strohsack haben wir auch immer aufgehängt gehabt an dem Tag. Da ist er dann gleich mal damit gerannt. Immer wieder hat er es halt dann auch noch probiert, dass er reinkommt. Der hat sich dann schon wieder gefürcht, ist wieder zurückgegangen, wieder fierig gegangen, hat wieder mal ein bisschen geschnuppert. Ja, so ist dieser Zeit da hingegangen. Schlussendlich ist er dann schon reingegangen. Und man hat es halt dann auch gesehen, dass er alle Tränken betätigen kann, weil er einfach eine Nase gehabt hat.
genau ein bisschen zugehängt haben wir es eh, damit er sich ein bisschen so auskennt, dass man da durchgehen kann und dass ihm das nichts tut. Ja, heraus haben sie dann auch wieder voll brav miteinander gefressen, wie wenn sie sich so ewig kennen. Ja, Chili muss das dann nochmal vorzeigen quasi, dass man da einige kann. Bacardi ist dann gleich mal noch und tatsächlich ist er dann reingegangen. Genau, da haben sie miteinander Chili auch wieder da. Und das war es dann schon wieder. So, jetzt gehen sie gerade wieder. Jetzt ist es groß geworden. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Jetzt könnt ihr uns gerne einen Daumen nach oben, ein Like und ein Abo da lassen. Daumen nach oben und ein Like ist dasselbe. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst uns gerne ein Like und ein Abo da. Da haben wir uns echt voll freuen. Falls ihr irgendwelche Fragen zum Bacardi oder sonst irgendwas habt, schreibt es uns gerne auf Insta oder eben jetzt in YouTube auf, in die Kommentare. Wir werden sowieso alles beantworten, also könnt ihr uns auch ziemlich alles fragen. Wir werden es einschreiben und denkt es natürlich mitteilen. Und ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.